morgens. Schichtbeginn für Pilot Achim Bickel am Flughafen Langenhagen. Er macht den Hubschrauber Christoph Niedersachsen bereit. Dann checken wir die Maschine, wir gucken, ob alles in Ordnung ist, überprüfen die Ölstände, schauen, dass keine Klappen offen sind, alles geschlossen ist. Überprüfen den Sprit, dass wir genug Benzin oder Jet 1 dabei haben. Damit könnte der Rettungshubschrauber jeden Moment losfliegen. Sobald Achim Bickel alles kontrolliert hat, meldet er sich bei der Rettungsleitstelle einsatzbereit. Die Vorarbeiten sind erledigt. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist das Frühstück. Zum Team des Rettungshubschraubers gehören immer drei: Pilot, Notfallsanitäter und Arzt. Sie treffen sich beim Frühstück. Drei Einsätze hat der Hubschrauber durchschnittlich am Tag. Es gibt Tage ohne Einsatz und Tage, da fliegen die Retter von einem zum nächsten. Was auf sie zukommt, wissen sie bei Schichtbeginn nie. Gerufen werden sie auf verschiedene Weise, je nach Dringlichkeit des Einsatzes. Also entweder telefonisch oder wenn es Notfalleinsätze sind, dann haben wir hier so ein Meldeempfänger, nennt sich das, ein digitaler Meldeempfänger. Und auf dem steht dann unser Einsatz drauf, wo wir hin müssen, und dann wird auch alles stehen und liegen gelassen. Dann bleibt alles so, wie es jetzt ist. Kaffee wird kalt und die Brötchen liegen halb geschmiert da. Der Christoph Niedersachsen gehört zur DRF Luftrettung und unterscheidet sich von anderen Rettungshubschraubern. Ja, wir sind beauftragt, für das Land Niedersachsen Intensivtransporte durchzuführen. Das heißt, Transporte von kleinen Kliniken in die Schwerpunktkrankenhäuser. Das können Transporte sein, Herzpatienten oder Schädelhirntraumen, die in die Neurochirurgie müssen oder sowas. Bei besonders komplizierten Fällen muss ein Patient dann auch mal quer durch Deutschland in eine Spezialklinik. Der Christoph Niedersachsen steht ja an sich relativ günstig, denn Göttingen gehört auch noch zu Niedersachsen. Da fliegen wir natürlich genauso hin wie da oben die ostfriesischen Inseln. Weil wir nun der einzige Hubschrauber sind in Niedersachsen, der Intensivverlegung überwiegend fliegt, fliegen wir eben im großen Radius. Geräte, Schläuche, die Temperatur des Kühlschranks, in dem die Medikamente lagern. Jörg Rehse hat gerade alles gründlich durchgecheckt. Denn im Einsatz darf nichts schiefgehen. Im allerschlimmsten Fall kann das auch mal dramatisch enden. Ne? Wenn ich plötzlich eine Beatmung anschließen möchte in einem Notfalleinsatz und mein Beatmungsgerät ist nicht funktionsfähig, dann habe ich ein Problem, ein ganz großes Problem sogar. Ne? Der Pilot checkt seinen Hubschrauber. So müssen wir, sage ich mal, unser Arbeitsmaterial im Checken. Und das ist unabdingbar. Heute ist ein ruhiger Tag. Bis zum Nachmittag kommt kein Einsatz. Okay, alles klar. Dann ein Anruf. So, einmal Wappemund nach Bad Oeynhausen. Eine Verlegung eines Patienten von einem Krankenhaus in eine Herzklinik. Per Fax kommen erste Informationen zum Patienten. Notarzt Björn Jüttner telefoniert mit der Klinik. Ich gehöre zu dem Hubschrauber, der die Intensivverlegung machen soll. Wie geht es dem Patienten? Der Arzt hat die Verantwortung dafür, dass bei der Übergabe von der einen Klinik an die andere nichts schiefläuft. Deshalb muss er genau wissen, welche Medikamente der Patient in welcher Dosierung bekommen hat. Alles klar. Wir brauchen eine halbe Stunde, dann sind wir am Patienten. Die Jacken liegen bereit. Der Weg zum Hubschrauber ist kurz. Jörg Rehse unterstützt den Piloten beim Starten des Hubschraubers. Er freut sich, dass heute noch ein Einsatz reingekommen ist. Ohne Einsatz, dann ist man abends kaputt vom Nichtstun. Das hasse ich wie die Pest. Also ich habe ja immer was zu tun, habt ihr ja gesehen, den ganzen Tag Schreibtisch. Aber so zwischendurch mal raus und mal einfach an die Luft und in die Luft, das ist schon ganz angenehm. Der Christoph Niedersachsen wird auch fliegende Intensivstation genannt. Denn auf engstem Raum gibt es hier auch Beatmungsgerät, Herz-Kreislauf-Monitor und Co. Die Geräte hängen an speziell angefertigten Halterungen, damit nichts durcheinander kommt. Mit Ausrüstung kostet der Hubschrauber etwa 7 Millionen Euro. Pilot Achim Bickel hat die Verantwortung für den Hubschrauber und seine Kollegen. Per Funk in Kontrollzonen anmelden, den Luftraum beobachten, das gehört dazu. Dabei immer der kritische Blick aufs Wetter. Bei dichtem Nebel kann der Hubschrauber zum Beispiel nicht fliegen.
Grundsätzlich ist es so, dass wir bei Sichtflugbedingungen fliegen. Denn die Krankenhäuser oder auch die Unfallstellen, wo wir ja hin müssen, die sind alle in einem Bereich, wo wir in die Hinderniskulisse eintauchen müssen. Das heißt, wir haben keine veröffentlichten Anflugverfahren wie hier am Flughafen. Hier am Flughafen könnten wir auch theoretisch bei Nebel reinkommen, aber an den Krankenhäusern nicht. An diesem Krankenhaus zum Beispiel ist die Landung nicht ganz einfach. Achim Bickel kann den Landeplatz nur von einer Seite aus anfliegen und der Wind steht ungünstig. Der Pilot bleibt bei seinem Hubschrauber, Notarzt und Sanitäter holen den Patienten ab. Die Kamera darf nicht mit rein. Der Einsatz war zu spontan, um eine Drehgenehmigung zu bekommen. Der Patient wird auf die Hubschraubertrage umgebettet und an die Geräte angeschlossen. Er hatte einen Herzinfarkt und soll in eine Herzklinik. Viel mehr dürfte er nicht wiegen. Ist ein Patient über 150 Kilo schwer, kann der Hubschrauber ihn nicht mitnehmen. Der Flug von Bad Pyrmont nach Bad Oeynhausen dauert knapp 20 Minuten. Ein Krankenwagen wäre unter Umständen eine Stunde unterwegs gewesen. Im Rettungshubschrauber sind also meistens Patienten, bei denen es schnell gehen muss, sagt Jörg Rehse. Die wir fliegen, sind zu 98%, das sind schon die ganz Kranken. So wie der jetzt eben auch. Gut, den sah man ja schon an, dass er richtig krank ist. Aber wir haben eben auch Leute, denen man es nicht ansieht, wo wir aber wissen, dass im Grunde genommen es 2 Minuten vor 12 ist. Aber das ist so unser oder mein Job eben. Der Hubschrauber wird aber nicht nur aus Zeitgründen angefordert. Er ist auch das schonendste Transportmittel, zum Beispiel bei komplizierten Verletzungen. In der Herzklinik wird das Team schon erwartet. Der Patient soll hier mit speziellen Geräten untersucht und wahrscheinlich operiert werden. Die medizinische Crew verspricht Achim Bickel, sich zu beeilen. Der macht sich nämlich Sorgen ums Wetter. Die Wolken, die waren schon ein bisschen tief über die Berge, aber das war alles noch okay, das war also noch kein Problem. Das könnte eventuell zum Problem werden, wenn es dunkel wäre und dann kann man eben nicht den Abstand zu den Hindernissen schätzen. Und von daher ist gut, dass wir dann jetzt gleich nach Hause fliegen. Die Übergabe dauert doch etwas länger und so ist es tatsächlich dunkel, als der Hubschrauber wieder zurückfliegt. Der Christoph Niedersachsen ist einer der wenigen Rettungshubschrauber, die auch nachts im Einsatz sind. Da fliegt dann allerdings ein zweiter Pilot mit. Jörg Rehse hilft beim Navigieren. Ein kurzer Blick auf die Porta Westfalica, dann ist wieder Konzentrieren angesagt. Also ich sage das immer so, ich mache den gleichen Job wie meine Kollegen am Boden. Ich habe nur den schöneren Arbeitsplatz. Dass im Hubschrauber meistens die härteren Fälle mitfliegen, ist er mittlerweile gewohnt. Das muss man lernen. Also ich mach Rettungsdienst und Medizin. Also ich bin ja ursprünglich Krankenpfleger und habe 20 Jahre in der Klinik gearbeitet. Und in einem Krankenhaus lernt man damit umzugehen. Sonst wird man es nicht schaffen. Also man muss lernen, damit umzugehen. Und das geht nicht mit Alkohol. Das muss ich auch immer wieder betonen. Ne? Also man muss auch ein bisschen für geboren sein für den Job. Aber ich habe meinen Traumjob. Das muss ich ganz klar sagen. Den habe ich wirklich. Das Material ist aufgefüllt, der Hubschrauber getankt. Der Christoph Niedersachsen könnte direkt wieder starten. Für Achim Bickel und Jörg Rehse ist die Schicht aber erstmal zu Ende. Bis zum nächsten Tag, an dem sie nicht wissen, was sie erwartet.